Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere. Wir machen weiter Richtung Winterpause und haben heute die nächsten drei Spiele parat. Gegen Wolfsburg, gegen Hannover 96 und gegen Werder Bremen. Aber die wichtigsten Infos zuerst, denn in dieser Woche wird es wahrscheinlich sehr wenige Videos geben. In der nächsten Woche das gleiche. Liegt einfach daran, dass ich in dieser Woche lernen muss. Und gleichzeitig muss ich für die nächste Woche vorproduzieren, denn wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich werde operiert, ich werde die Weisheitszähne entfernt bekommen. War wieder mal wahrscheinlich das beste Deutsch von meiner Seite aus. Ja gut, ist halt so. Und da ich nicht weiß, wie das mit den Schmerzen so aussieht, kann ich derzeit erstmal so von vornherein sagen, ich denke mal, ich bin eine ganze Woche nicht da. Heißt für mich, ich werde zumindest das Mindeste vorproduzieren, sozusagen, so wie halt meine Aussagen im Infovideo, sprich mindestens eine FIFA-Folge, mindestens eine PES-Folge. Ob ich dann Prognosen aufnehmen kann, ist dann wieder schwierig. Das kommt wieder darauf an, ob Schmerzen da sind oder nicht und ob ich zu dem Zeitpunkt schon zu Hause bin oder nicht. Und so das Wichtigste schon mal vorneweg. Ansonsten kann es gut sein, dass es morgen einen Livestream geben wird auf Twitch. Vielleicht so um die 2 bis 3 Stunden wieder vor dem Derby auf jeden Fall, so 15, 16 Uhr herum. Und ungefähr bis 18 Uhr, denke ich mal, so Warm-Up-mäßig. Da werden wir dann mit Aachen weitermachen. Da gab es ja auch am Sonntag schon den ersten Livestream. Könnt ihr euch natürlich nochmal angucken. Und das sogar, glaube ich, komplett ohne irgendwelche Mutes oder so, weil legale Musik, die ich benutzt habe, die dürfte dafür gesorgt haben. Und wie gesagt, ihr könnt euch das jederzeit angucken. Es ist, sollte zumindest die ganze Zeit da sein. Und ich werde euch den Link dann noch in die Kommentare packen. Und wenn ihr dann natürlich nichts mehr verpassen wollt und euch für FM interessiert, also den Football Manager von Sega, und für die Aachen-Karriere bzw. unsere Trainerkarriere, je nachdem, dann rate ich euch, mir am besten da zu folgen, denn dann verpasst ihr höchstwahrscheinlich nichts mehr. Und damit ist das abgehakt. Kommen wir dann wieder zurück zu FIFA, denn wir sind natürlich weiterhin im Abstiegskampf, haben in der letzten Folge dann unseren ersten Bundesliga-Sieg eingefahren gegen den FC Augsburg, auch wenn das Spiel an sich gegen Augsburg nicht gerade gut war. Gegen Düsseldorf haben wir dann leider nur 0-0 gespielt, am Ende da mit Höhler den Pfosten getroffen in der letzten Sekunde. War ärgerlich, ist halt aber so, müssen wir mitnehmen. Und gegen Dortmund gab es dann abschließend ein 4-2, also eine Niederlage, die wir da geholt haben. Mit einem überragenden Marco Reus und einer sehr schlechten Defensive, sage ich mal, beziehungsweise sehr schlechten Zweikampfverhalten haben wir da zu Recht verloren. Und wir machen an dieser Stelle weiter gegen den VfL Wolfsburg, geht es als erstes gegen. Die haben wir im DFB-Pokal gewonnen, in der Verlängerung zwar, aber gewonnen ist gewonnen. Und dann, ja, wollen wir nochmal rein. Und dann sind wir auch in der Ausstellung für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Wir beginnen mit Schwul und Tor, dann haben wir Günther, Heinz, Lienhardt und Dräger. Vielleicht ein bisschen überraschend. Der kommt für Salai rein und dadurch gibt es dann so eine kleine Umstellung, denn wir nehmen Agu aus linke Mittelfeld, Vasiliadis und Adrian Fein. Auf der Doppel-6 rechts haben wir dann Kwon. Auf der 10 Haberer und ganz vorne der alleinige Stürmer, Lukas Metscher. Wir haben umgestellt auf ein 4-2-3-1 und mal gucken, ob wir damit dann ein bisschen mehr reißen können. Wir probieren einfach mal was aus und mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Nimmt nochmal Vasiliadis mit. Vasiliadis. Das ist ein schlechter Laufweg. Vasiliadis mit dem Zuspiel für den Metscher. Und der scheitert an Castils gegen seinen Ex-Verein, spielt er ja heute. Kein Handspiel. Nimmt nochmal Fein mit. Der legt den nochmal rüber für Vasiliadis. Vasiliadis. In die Arme von Castils. Guter Beginn der Freiburger bisher. Metscher. Ja, schlechte Ballannahme, behält aber die Kugel. Vasiliadis, wieder ein Metscher. Schnell weitergespielt für Yannick Haberer. 1-0. Vierzehnte Minute. Die Gastgeber aus dem Breisgau gehen in Führung. Und das ist gut gemacht von Haberer, der sich da um den Wolfsburger herumdreht. Und dann bleibt er ganz cool vor Castells. Schiebt die Kugel in die lange Ecke ein zum 1-0 für den SC Freiburg. Und das geht in Ordnung. Die Freiburger hatten einen besseren Beginn, hatten schon die ersten paar Möglichkeiten und verdienen sich hier die Führung. Fein. Am Strafraumrand die Freiburger. Vasiliadis mit dem Pass auf Günther. In die Arme von Castells. Wieder mit Haberer. Vasiliadis, der hat da ganz viel Platz. Vasiliadis! Zieht er mal aus der zweiten Reihe ab und überrascht so ein bisschen den Castells. Der aber
Zeigt dir eine klasse Parade, der Belgier. Schön gehalten. Schöner Schussversuch. Agu. Habara. Schön mit der Hacke auf Vasiliadis. Sebastian Vasiliadis. Vasiliadis. Wieder eine gute Chance für die Freiburger, die hier klar besser sind. Aber dieses 1-0 ist gefährlich. Sie wollen nachlegen. Trotzdem geht dieser Schussversuch von Sebastian Vasiliadis am Kasten vorbei. Und das war's. Freiburg gewinnt 1-0 gegen den VfL Wolfsburg. Holt sich den zweiten Bundesligasieg. Den zweiten Sieg in dieser Saison gegen den VfL Wolfsburg nach dem DFB-Pokalsieg in der Verlängerung. Am Ende ist es verdient gewesen. Hätte auch aus Sicht der Freiburger noch etwas höher ausgehen können. Am Ende sollte das egal sein, denn Sieg ist Sieg, egal wie hoch das Ergebnis ist. Von VfL Wolfsburg hier eine sehr enttäuschte Leistung gesehen. Ich glaube, die hatten nicht eine wirkliche Chance in diesem Spiel. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Sind Sie zufrieden mit dem Spielgeschehen im zweiten Durchgang? Ich hätte nach der Pause gerne noch ein oder zwei Tore gemacht, um auch die letzten Zweifel noch zu beseitigen. Aber das war in der zweiten Halbzeit oft zu unentschlossen. Gegen einen schweren Gegner hätte das gefährlich werden können. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten Sie vor dem Spiel dieser beiden so ausgeglichenen Mannschaften Zweifel, dass es einen Sieg geben würde? Das Ergebnis stand für mich nie in Frage. Ich weiß ja, was meine Jungs können. Tisserand war beim Gegner heute einer der Besten. Wie schwer war es, die Abwehr von Wolfsburg zu überwinden? Kompliment an Wolfsburg, sie haben es uns schwer gemacht. Da hatten wir es nicht leicht und auch Tisserand war heute super. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Und damit haben wir uns den zweiten Bundesligasieg in dieser Saison gesichert. Und so langsam rollt der SC Freiburg wieder in diese alte, gewöhnliche Form aus der letzten Saison. 13. mittlerweile, haben Hannover überholt und dem FC Schalke 04. Und Hannover ist unser nächster Gegner. Und dann mal gucken, was wir gegen Hannover dann direkt machen können. Aber zuerst nochmal Vincenzo Grifo, der auf uns zukommt und sagt, danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Und wir antworten darauf mit, ich erwarte, dass du dich weiter verbesserst. Du musst meine Erwartungen übertreffen, wenn du in jedem Spiel auflaufen möchtest. Nehme noch eine Trainingseinheit mit, da verbessert sich Ronny Zimmermann auf eine 71. Hat ja auch gegen Wolfsburg im DFB-Pokal getroffen, zum 1-0 Führungstreffer zu dem Zeitpunkt. Und generell habe ich mal ein bisschen was beim Trainings gemacht. Und zwar habe ich Trainingsvoreinstellungen gemacht. Habe ich sonst, glaube ich, in den letzten FIFA-Teilen gar nicht gemacht. Aber ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, auch mal ein bisschen das Training öfter durchzuwechseln. Weil anders als bei PES kannst du hier nur 5 Leute ins Training packen. Bei PES hast du ja ständig die ganze Mannschaft da drin. Aber ja gut, das so viel erstmal dazu. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal auf Fiete Kraft zurückkommen. Den haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge dann in die erste Mannschaft befördert, sage ich mal. Hat seinen Profivertrag unterschrieben, ist 16 Jahre alt und natürlich habe ich da auch wieder den Steckbrief da für Fiete Kraft vorbereitet. Und ja, ist halt ein Linksfuß, 16 Jahre alt, 1,80 groß aus Hamburg. Um genauer zu sein, hat er bei TuS Dassendorf gespielt, ist Fan des FC St. Pauli, ist vielleicht jetzt in Hamburg ein bisschen, ja, egal, auf jeden Fall ist es halt so. Sein Lieblingsspieler ist Max Kruse, kennt man auch. Und hat auf jeden Fall laut dem Status hier eine aufregende Zukunft vor sich. Und das glaube ich auch, ist auch von den Attributen oder von seiner Fähigkeit her ist er, oder von seiner Eigenschaft her ist er ein feinster Spieler, was mir eigentlich gefällt. Hat jetzt aber keine wirkliche Auswirkung. Und ja, das ist halt Fiete Kraft. Und wenn wir von Fiete Kraft sprechen und gerade eben ist er ja aus der Jugend gekommen, dann kann ich auch mal an dieser Stelle die Jugendarbeit zeigen, die wir haben. Und gleichbedeutend haben wir da auch jemanden dabei, der interessant ist, sag ich mal. Oder nicht nur der, also kommen wir gleich drauf. Und zwar meine ich Tahir Demirci. Ein türkischer Torwart, 17 Jahre alt, hat jetzt schon eine 65 und ist 1,88 groß. Ist, ja, okay für Torwart, könnte größer sein, aber ansonsten sieht das danach aus, dass das der Mann für die Zukunft bei uns im Tor sein wird. Generell haben wir auch noch ein paar weitere türkische Spieler hier in dieser Jugendakademie, wie zum Beispiel Gökhan Asker oder Fatih Avci. Und innenverteidiger technisch haben wir hier auch noch einen interessanten Franzosen dabei mit Thomas Beaumont. Aggressiver Bursche, ist sehr schnell, 1,92 groß, also für seine Größe ist er halt wirklich schnell. Also mit 16 auch, also die Werte entwickeln sich ja natürlich auch noch. Sprungkraft ist gut, Stärke ist gut, die Ausdauer ist gut. Technisch muss er ein bisschen zulegen, aber ansonsten auch ein sehr talentierter Bursche. Und ja, den Rest habt ihr so ein bisschen auch nebenbei gesehen. Also ich versuche auch, die Jungs ein bisschen mehr ins Training mit einzubringen.
vor allem Tahir Demici und den Innenverteidiger hier mit Thomas Beaumont. Und ja, das ist die Jugendstand jetzt. Wir haben sehr viele Linksverteidiger, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ja gut, so sieht's halt aus. Vor dem Spiel gegen Hannover kommen erstmal zwei Dinge auf uns zu. Einerseits Manuel Gulde, denn der möchte mit uns sprechen und sagt dabei Folgendes. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Hannover nicht auf der Bank sitzen werde. Und wir antworten darauf mit, für das Team ist es wichtig, dass heute jemand anderes von Anfang an ran darf. Es dreht sich nicht alles um dich. Und zwar habe ich das jetzt nur gesagt, weil wir haben sehr wenige Siege. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es das Beste für die Mannschaft, wenn wir jetzt nicht grundlos irgendwas verändern müssen. Und wie sagt man so schön, never change a winning team. Und deswegen, ja, ist halt einfach so. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Nach den wechselhaften Leistungen, die Sie zuletzt gezeigt haben, scheint es jetzt kaum noch möglich zu sein, den Sprung in die Europa League zu schaffen. Können Sie die Wende noch schaffen? Wir wissen noch nicht, wann wir die Wende schaffen werden, aber versuchen müssen wir es natürlich auf jeden Fall. Im letzten Spiel gab es einen knappen 1:0 Sieg. Heute geht es gegen einen Gegner, der Ihnen auf dem Platz ebenbürtig ist. Können Sie da vielleicht mehr Tore machen? Ein 1:0 Sieg ist brauchbar. Wenn wir bis zum Ende der Saison alle Spiele so knapp gewinnen, beschwere ich mich gar nicht. Freiburg ist aktuell außer Form. Was sind die Gründe dafür? Schwer zu sagen, wir arbeiten im Training und hinter den Kulissen hart, um besser zu werden. Für heute haben wir's. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Und das zweite, was wir noch gemacht haben, war die Pressekonferenz neben dem Gespräch mit Manuel Gulde. Und ja, gegen Hannover 96 geht es jetzt ein direkter Mitkonkurrent, wenn wir vom Abstiegskampf sprechen. Und ja, wenn wir jetzt alles richtig machen, vielleicht starten wir an dieser Stelle mal eine Siegesserie, wer weiß. Und deswegen gehen wir ins Spiel gegen Hannover 96. Spieltag Nummer 14, HDI Arena, Hannover 96 gegen den SC Freiburg. Vor einigen Jahren war das an einem letzten Spieltag ein Abstiegskrimi. Am Ende musste der SC Freiburg damals runter durch ein Eigentor von Krimasch. Danach hat noch Petersen getroffen, erreicht aber nicht. Und hier haben wir die Ausstellung der Hannoveraner. Zieler im Tor, Muslia, Anton, Ellis und Jung in der Viererkette. Dann haben wir Haraguchi, Bakalot, Saar und Edgar Pripp ganz vorne. Marvin Dux und Jonatas. Und in den Gerüchten gibt es ja eventuell Waldemar Anton zum SC Freiburg. Wer weiß, auf jeden Fall gibt es die ein oder anderen Gerüchte darüber. Und gucken wir uns nun die Ausstellung der Freiburger an. Never change a winning team, heißt es bei Sino Veretout. Schwul im Tor, Günther, Heinz, Lienhardt und Dräger. Dann haben wir Vasiliades und Fein auf der Doppel-6. Kwon, Agu und Haberer im offensiveren Mittelfeld. Und ganz vorne Lukas im Matcher. Das ist die Ausstellung der Freiburger in diesem schon Abstiegsgipfel, könnte man sagen. Auch wenn es natürlich noch relativ früh in der Saison ist. Und noch alle relativ eng beisammen sind. Auch wenn es schon der 14. Spieltag ist. Und beide Mannschaften stehen bereits für dieses Spiel im Abstiegskampf. Und der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hannover in Rot und Schwarz von links nach rechts im ersten Durchgang gegen die schwarz-weiß gekleideten Gäste aus Freiburg. Freut sich das schön. Druck nimmt nochmal Muslia mit. Das ist schnell gespielt. Jonatas. Bakalorz in die Spitze für Marvin Druck. Der legt sich den Ball selber auf. Aber der Abschluss ist zu schwach und kann Schwolo nicht bezwingen. Stark gemacht von Yannick Haberer. Nimmt da wieder Agu mit. Gegen Jung. Agu mit der Flanke. In der Mitte ist der Matcher. Die erste Möglichkeit der Freiburger. Über die linke Seite. Die Flanke Richtung Mitte. Und dann setzt sich im Matcher durch. Aber kann den Ball nicht genau genug aufs Tor bringen. Fein. Haberer. Vasiliades, stark mitgespielt. Vasiliades versucht es mal mit einem Schlenzer. Mit Haberer. Doppelpass, der spielt den Ball wieder zurück. Wieder Felix Agu. Im Strafraum der 96er. Wieder Agu. Marschiert er immer noch herum. Nimmt nochmal Haberer mit. Der versucht den Ball reinzuschlenzen. Aber sein Abschluss, ja, den kann er besser aufs Tor bringen. Das weiß er auch selber. Lässt sich da unter Druck bringen und verliert dann bei einem Fehlpass den Ball. Fein. Auf den Matcher. Der nimmt wieder Haberer. Ne, das ist Vasiliades, nicht Haberer. Vasiliades mit der Chance zum 1:0. Und dann kullert der Ball knapp rechts am Pfosten vorbei. Beste Möglichkeit in dieser Partie hier.
Legt den Ball nochmal ab für Fein. Der legt ihn wieder zurück für Vasiliades. Wieder Fein. Jetzt auf die rechte Seite rausgespielt für Kwon. Gegen Muslia. Kwon marschiert da einfach mal so vorbei. Spielt den Ball in den Rückraum für Vasiliades. Nochmal ein weitergelegt für Habara. 1-0 Freiburg. Und wie auch in der Vorwoche macht Yannick Habara den Führungstreffer. Und es hat es sich angedeutet, muss man auch an dieser Stelle sagen. Hannover wurde ungefähr ab der 40. Minute dann etwas schwächer. Dann kam Freiburg ins Spiel rein, hatte die ersten Chancen. Und das setzte sich im zweiten Durchgang auch fort. Gerade eben Vasiliades fast mit dem 1-0. Jetzt macht Habara den Ball dann ins Netz klar. 1-0 Freiburg. Träger. Heute eher nicht so ein gutes Spiel gemacht, aber bis dato 2-0. Fein. Vasiliades. Oh, starker Pass auf Felix Agu. Und den muss er vielleicht noch in die Mitte legen, aber Zieler ist da. Und das war's. Freiburg gewinnt in Hannover 1-0. Der zweite Sieg in Folge für die Schwarzwald-Truppe. Am Ende hat sich das Freiburg hier auch erarbeitet. Die ersten 30, 40 Minuten war Hannover klar besser. Dann kam Freiburg ins Spiel und ab dem Moment war es dann eigentlich eine sehr gute Leistung der Freiburger, die dann auch belohnt wurde durch Habara und 3 Punkte. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Lienhardt ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Wir müssen dafür sorgen, dass Lienhardt möglichst lange so gut in Form bleibt. Er hat heute gut gespielt. Die Fähigkeit, langfristig auf diesem Niveau zu spielen, ist genau das, was Spitzenspieler auszeichnet. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistung möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, da für mich jetzt bereits die nächste Aufgabe im Fokus steht. Danke für dieses Gespräch. Wir haben den zweiten Sieg in Folge eingefahren gegen Hannover 96. Ganz wichtiger Sieg. Können uns erstmal an dieser Stelle auch weiterhin befreien von den Plätzen da unten. Schalke ist nach wie vor dort mit drin. Das finde ich sehr überraschend. Und dahinter ist der FC Augsburg, die gerade eben in der Realität Heiko Herrlich als Nachfolger von Martin Schmidt vorgestellt haben oder zumindest bestätigt haben, je nachdem. Und gleichzeitig gab es dann auch die Meldung, dass das erste Geisterspiel in dieser Bundesliga stattfinden wird. Und zwar morgen. Das Derby zwischen Gladbach und Köln findet ohne Zuschauer statt. Da hatte ich ja vorgehabt, den Stream anzuschmeißen. Zumindest vorgehabt. Ich denke mal, das wird aber jetzt durch diese Nachricht, denke ich mal, passieren. Das heißt, so gegen 15, 16 Uhr werde ich den Stream anschmeißen mit Alemannia Aachen auf Twitch. Also twitch.tv/RenusTV. Geht dann, denke ich, bis 18 Uhr. Weil das Derby möchte ich dann natürlich schon sehen, auch wenn keine Fans da sind, was wahrscheinlich sehr weird sein wird, aber was willst du machen? Luca Itter und Manuel Gulde kommen auf uns zu. Zuerst Luca Itter. Die Chancen, die sie mir in letzter Zeit gegeben haben, bedeuten mir sehr viel. Ich hoffe, ich kann ihr Vertrauen zurückzahlen. Wir antworten darauf mit, du machst das schon ganz gut, aber bleib auf dem Teppich. Um dir einen Platz im Team zu verdienen, musst du hart arbeiten. Dann kommen wir zu Gulde, denn der ist ein bisschen enttäuscht und sagt folgendes. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Ich weiß, sie sind der Boss, aber ich denke, dass ich gut gespielt hätte. Und wir antworten folgendes. Bei der Rotation geht es nicht darum, Spielern Pause zu gönnen. Jedes Spiel braucht eine andere Strategie und ich war einfach auf der Suche nach Alternativen. Stimmt jetzt eigentlich nicht ganz, denn wie gesagt, never change a winning team. Wir hatten eine sehr, sehr kritische Phase, vor allem, ja, also die ganze Hinrunde bis jetzt hinweg. Also, ich meine, du hast gerade den dritten Sieg eingefahren. Zweimal hintereinander gerade, also das war bis dato eine Hinrunde zum Vergessen, ehrlich gesagt. Aber wir fangen uns langsam und das ist gut. Und dann sind wir auch beim letzten Spiel in dieser Folge angekommen. Gegen Werder Bremen geht es und wir versuchen es mit diese Aufstellung. Schwul im Tor, Günther, Heinz, Gulde rotiert wieder rein. Für Lienhardt, Agu geht auf die rechte Seite zurück, auf die rechte Verteidigerposition, ersetzt Träger, der komplett aus dem Kader rausgerutscht ist. Dann haben wir im Mittelfeld Kwon, Fein, Vasiliades und Grifo, der sozusagen Träger ersetzt. Dann haben wir Haberer auf der 10 hinter Lukas Metscher, der weiterhin noch auf sein richtiges Glück sucht. Also so konstant bisher ist er nicht. Aber wie gesagt, Entwicklung und so. Er spielt. Und wir haben zum ersten Mal auf der Bank oder generell im Kader haben wir Fiete Kraft dabei. Der Jugendspieler, den wir ja vor kurzem erst zum Profi gemacht haben. Und ansonsten gehen wir dann in die Partie gegen den SV Werder Bremen und dann mal gucken, was wir da so mitnehmen können.
Spieltag Nummer 15, Freiburg gegen Bremen kann beginnen. Der Schiedsrichter pfeift an, Freiburg von links nach rechts in Durchgang 1 in Rot und Schwarz gegen die grün-weiß gekleideten Werderaner. Einwurf Haberer, Kwon, Haberer, zurück auf Kwon, Flanke von Kwon Richtung Mitte, Vasiliadis, der Ball ist drin, 1-0 Freiburg. Die Führung der Freiburger mit der ersten gefährlichen Chance. Einwurf von der rechten Seite, Haberer und Kwon mit ein paar Doppelpässen, Flanke von Kwon. Und dann ist Vasiliadis da per Kopf, der sich da durchsetzen kann. Und der Aufsetzer, der ist da nicht so ein für Capino. 1-0 Freiburg mit Metscher. Der legt den Ball wieder zurück für Sebastian Vasiliadis. Der wird noch gestört und kann dann den Ball nicht platziert genug aufs Tor bringen. Capino hat das entschärfen können. Gut gespielt auf Haberer. Metscher. Spielt den Ball wieder zurück für Yannick Haberer. Yannick Haberer. Versucht er es? Ja. Aber am Kasten vorbei. Kein Foul von Dominik Heinz. Kraft. Auf Grifo. Doppelpass mit Kraft. Der bringt den Ball an die Spitze. Höhler. Wieder zurück für Fiete Kraft. Gegen Werder Bremen. Macht er hier sein erstes Tor? Im ersten Spiel. Er macht es. 2-0 Freiburg. Fiete Kraft. Profi-Debüt, Profi-Tor, 2-0 Freiburg. Beide Eingewechselten in Kombination, Höhler mit dem Zuspiel für Kraft und der setzt sich da gegen Langkamp durch, bringt den Ball in die lange Ecke an Capino vorbei und macht bei seinem Profi-Debüt sein erstes Profi-Tor. Und das vielleicht innerhalb von 5 Minuten. Nach seiner Einwechslung. Vierte Kraft. Vasiliadis, der spielt nochmal ein weiter auf Kwon. Flanke von Kwon Richtung zweiter Pfosten. Campino ist aber vor Vierte Kraft da. Und dann ist die Partie vorbei. Freiburg gewinnt zum dritten Mal in Folge. Diesmal mit 2-0. Aber auch wie in den beiden Spielen davor steht die Defensive. Man hat hier nahezu nichts zugelassen. Und man gewinnt zu Recht hier mit 2-0. Durch Vasiliadis und Vize Kraft, der bei seinem Profidebüt innerhalb von 5 Minuten den Deckel drauf macht und sein erstes Profitor schießt. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass Sie auf Augenhöhe mit dem SV Werder Bremen sind. Hatten Sie Zweifel am Sieg? Allzu große Sorgen hatten wir nicht, aber Zweifel gab es natürlich schon. Der Sieg freut mich sehr. 2-0, ein überzeugender Sieg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt Ihres Teams? Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistung möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, da für mich jetzt bereits die nächste Aufgabe im Fokus steht. Moisander war beim Gegner heute einer der Besten. Wie schwer war es, die Abwehr von Bremen zu überwinden? Wir haben halt unser Spiel gemacht. Wir haben an uns selbst geglaubt. Moisander hat in unserer Taktik keine große Rolle gespielt. Danke für das Gespräch. Ich würde sagen, das war mal eine ziemlich erfolgreiche Folge. 3 Spiele, 3 Siege, 3-0. Unser Profi-Debütant Kraft trifft bei seiner Einwechslung im ersten Spiel nach ungefähr 5 Minuten. Ich meine, besser geht's nicht. Das war tatsächlich mal die Serie, die wir mal gebraucht haben, beziehungsweise einfach mal die 3 Siege da einfach bis jetzt. Kann ja noch weitergehen, wer weiß. Nächstes Spiel gegen Nürnberg in der nächsten Folge dann. Danach haben wir Mainz und dann wieder Nürnberg. Wir spielen zweimal nämlich in Nürnberg. Und ja, wir gucken uns natürlich noch die Tabelle an, aber vorher noch Nils Petersen, der sich ein bisschen beschwert darüber, dass er nicht so oft eingesetzt wird und sagt folgendes: Wenn sie mich nicht öfter einsetzen, werde ich über meine Zukunft hier nachdenken. Und wir antworten darauf: Wenn es drauf ankommt, zähle ich auf dich. Mach dir keine Sorgen, wenn du hier und da mal aussetzen musst. Was da tatsächlich stimmt, denn Nils Petersen ist sehr gerne mal für ein Joker-Tor gut, das wissen wir auch alle, glaube ich. Und DFB-Pokal ist sowieso ein Pokal oder ein Wettbewerb, wo man das auch mal machen kann, deswegen geht mal davon aus, dass er gegen Nürnberg dann in der Startaufstellung spielen wird. Und wir nehmen nochmal das Training mit zum Abschluss dieser Folge. Wieder mal die Defensive heute. Und Thomas Beaumont oder Beaumont, wie auch immer, der Innenverteidiger der Franzose in unserer Jugendakademie, verbessert sich auf eine 61. Und zum Abschluss dieser Folge nehmen wir natürlich nochmal die Tabelle mit. Die Bayern auf 1 haben jetzt einen sehr, sehr großen Vorsprung auf den BVB. Ganze 9 Punkte sind das.
und haben immer noch kein einziges Spiel verloren, aber gegen uns zum Beispiel unentschieden gespielt. Das muss man sich mal vorstellen eigentlich. Ja, Dortmund dahinter dann, Hoffenheim und Leipzig auf 3 und 4, Gladbach auf 5, Frankfurt auf 6. Dann haben wir Wolfsburg, Leverkusen, Hertha und dann kommen wir schon. Wir sind auf die 10 gerutscht mittlerweile, also nachdem wir auf 15 angefangen haben, glaube ich, in dieser Folge. Mit 9 Punkten haben wir da das Ganze einfach mal verdoppelt innerhalb von 3 Spielen. Muss man sich einfach mal vorstellen. 18 Punkte, da geht auf jeden Fall noch einiges. Wir müssen aber auch dann, wenn wir was wollen, die Serie halten. Und man muss sagen, zu Saisonbeginn hatten wir einen ziemlich schwierigen Auftakt. Also, ja, mal gucken. Sieht auf jeden Fall jetzt besser aus als vorher. Heißt aber noch lange nichts. Köln dahinter, dann haben wir Bremen, Mainz, Hannover, Schalke und ja, das Ganze sind halt auch eben nur 4 Punkte. Das heißt, du verlierst mal vielleicht 2 Spiele und dann bist du schon wieder auf Platz 15. Also, das kann sehr schnell gehen. Auf den letzten 3 Plätzen Augsburg, Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg, unser Gegner in der nächsten Folge, die wir sogar doppelt antreffen werden. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie trotzdem gefallen, auch wenn jetzt hier nichts Besonderes drin war eigentlich. Aber ja, kann auch mal so eine Folge geben. Und damit, mach's gut, haut rein und ciao.